Hallo und silvanische Grüße, meine waldelfischen Brüder. Willkommen zum nächsten Ladder Game. Wir gehen heute mal mit den Waldelfen gegen das Imperium in die Schlacht. Und wir haben eine fette, fette Frontlinie aus Triaden und Kampffenstern dabei. Ja, ich denke mal, wir müssten damit, wenn er jetzt nicht lauter Großschwerter hat, eigentlich ganz gut klarkommen. Dann haben wir noch eine Erinne dabei mit dem Erdenblut, dem Melkos Miasma und dem penumbrischen Pendel. Wahrscheinlich ein bisschen zu viel Magie, jetzt wenn ich es gerade so sehe. Ich denke, dass wir da wahrscheinlich dann in Mana-Probleme kriegen werden. Wir haben eine Menge Bogenschützen dabei, mal nach Waldelfenmanier. Vier Einheiten Bogenschützen. Eigentlich wollte ich noch die teureren Bogenschützen mitnehmen, aber habe ich jetzt nicht getan, weil ich hatte keine Kohle mehr. Weil wir haben noch zwei Einheiten von den Kampftänzerinnen hier dabei, mit den Speeren, Azrael-Speeren. Und deswegen, also wir nutzen unsere Kavallerie in Kombination mit den beiden Speeren hier, um unsere Bogenschützen zu verteidigen. Und Orion hier, der hat den Mantel der Isha dabei. Wichtig, wichtig, weil wir mit dem ja super tankig werden. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Um die Frontlinie mache ich mir jetzt eigentlich weniger Sorgen. Ich denke mal, dass wir das hinkriegen dürften. Hauptmann des Imperiums, Feldherr des Imperiums und er hat Musketenschützen dabei. Da mache ich mir jetzt auch eher weniger Sorgen. Ich bin jetzt gerade überlegen, welches Ziel wir als erstes angreifen. Ich würde mal fast sagen, wir schießen auf die Musketenschützen und beginnen jetzt hier unseren Angriff. Wir flankieren hier mit möglichst vielen Truppen. Mit den beiden Kampftänzern hier können wir mal flankieren. Mit der Erinne, da gehen wir mit in Nahkampf und heilen auch sofort unsere Truppen hoch. Ich würde mal sagen, hier drüben. Orion kommt hier mit rein und unsere Speere gehen mal so ein bisschen in defensive Positionen. Hier können wir jetzt schon mal hinten reinkommen auf seine Musketenschützen. Da hat er nämlich jetzt ein bisschen nicht aufgepasst. Und hier drüben können wir jetzt mal seinen General mit angreifen. Definitiv, das wollen wir jetzt mal machen. Und hier können wir jetzt noch angreifen. Orion kann mal einen kleinen Zauber hier casten und einen weiteren dann hier hinten. Ach nö, nochmal hier auf die. Scheiße, das ging jetzt ein bisschen daneben, aber egal. Wir gehen mit Orion hier mal rein. Und ich denke mal, dass wir hier drüben vielleicht auch noch sogar mal eine kleine Heilung casten könnten. So, unsere Kavallerie soll hier mal wieder rausgehen. Wenn er jetzt hier durchbrechen sollte, dann ziehen wir uns natürlich zurück mit den Bogenschützen. Warum gehen die Bogenschützen hier vor? Ich habe wieder den Wächtermodus angelassen. Das sollte man immer möglichst verhindern. Hier weiter reinschießen, bitte. Auch hier. Und Orion, dem geht's gut. Und dem mache ich mir jetzt keine Sorgen. Oha, hier hat er uns aber ganz schön platt gemacht jetzt. Alter Schwede, okay, da brauchen wir jetzt unsere Speere unbedingt. Und unsere Kavallerie auch. Da haben wir jetzt die beiden Bogenschützen hier verloren. Verdammt nochmal, das ist hart. Aber gut, egal, das kriegen wir trotzdem hin. Die Speere hier, die sollen eigentlich nicht gegen die kämpfen, sondern die sollen eigentlich hier hinter checken jetzt. Orion, der geht hier mal rum. Die Kampffenster kommen nochmal hier mit rein. Speere, ich brauche euch hier drüben. Schnell. Bogenschützen, bringt euch mal in Sicherheit. Haben wir nochmal Mana für ein Miasma? Das können wir nämlich mal auf die Kavallerie hier casten. Hier die Speere kommen auch zurück. Oh, und unsere Kavallerie ist leider schon vernichtet worden. Verdammt nochmal. Da habe ich jetzt meine Frontlinie ein bisschen überschätzt. Vielleicht habe ich sie auch ein bisschen zu breit angreifen lassen. Aber ist okay, kein Problem. Hier können wir mal einen kleinen Zauber reinwagen. Und Orion, der feuert jetzt mal. Wir können ja auch mit Orion schießen. Das ist ja das Schöne an ihm. So, Speere, bitte einmal hier. Bogenschützen sammeln. Kommt mal zurück. So. Alles klar. Unsere Bogenschützen haben sich wieder gesammelt. Sehr schön. Feuer. Okay.
Rion, einmal bitte hier einen Zauber rein. Das denke ich okay. Und unsere Speere, die dürften hier eigentlich jetzt guten Schaden an den fürstlichen Griffiniten hier machen, während Orion mit reinfeuert mit seinen Fernkampfangriffen. Die Musketen hier hinten, die stören mich jetzt eigentlich weniger. Was mich eher ein bisschen ärgert, ist dieser Blob hier in der Mitte nochmal. Können wir hier nochmal heilen? Bringt uns das was? Weil da sind nicht so viele Truppen. Ah doch, das machen wir mal. Das machen wir mal. Da gehen wir mal mit einer Heilung rein. Und ich glaube, dass sein General jetzt schon ziemlich im Eimer sein müsste. Okay, die hier hinten haben wir... Nee, die gehen jetzt mal in Nahkampf gegen die, weil die... Ach, das sind Flagellanten, ne? Verdammt. Nee, das sind keine Flagellanten. Das sind Schwertkämpfer und wir haben sie im Nahkampf tatsächlich platt gekriegt. Sehr schön. Und yo, alter Schwede. Das war jetzt ein bisschen holprig, aber ist okay. Wir haben es noch rausgerissen. Ist auch eine Variante, wie ich gerne spiele, mit so vielen Schwertkämpfern in der Frontlinie gegen die Waldelfen. Aber deswegen sollte man halt eben solche Kampffenster hier bringen. Die können ganz schön echt Ärger machen. Es war auch dumm, die Wildreiter gegen die Kavallerie von ihm zu schicken. Das war eigentlich sehr dumm. Aber es war halt die einzige Möglichkeit, sie da drin festzuhalten. Aber die machen halt nicht so viel rüstungsbedingenden Schaden. Und die fürstlich Altdorfischen sowie auch die Ritter des Sonnenordens, die haben relativ viel Rüstung. Jo, schönes Spiel trotzdem. Danke an meinen Gegner, Gerusel. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, ciao.